eigentliche Problem ist die soziale Ungleichheit, die sich natürlich in der Armut jetzt auf besonders negative und drastische Weise manifestiert. Man unterscheidet in der Armutsforschung zwischen absoluter und relativer Armut. Und also übersetzt, absolute Armut, das wird gesagt, naja, das ist in Kalkutta. Und relative Armut, das gibt es in Köln. Und ich vertrete dem gegenüber die Auffassung, das, was da absolute Armut genannt wird, das gibt es auch in Deutschland und in Köln natürlich auch. Und daran würde ich jetzt festmachen. Also absolut arm ist jemand, der die Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann. Der nicht genug zu essen hat, der kein sicheres Trinkwasser hat, der kein Dach über dem Kopf hat, der keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung hat, der keine medizinische Grundversorgung hat. Die Zahl, die ich für den Reichtum am liebsten nenne, ist, dass das reichste Geschwisterpaar unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan Quandt, im letzten Mai, also im Mai 2016, 994,7 Millionen Euro nur an Dividende aus BMW-Aktien gezogen haben. Ich finde, ein solcher Reichtum, der ist nichts Tolles, sondern das ist doch völlig klar. Also jedem Menschen, der halbwegs bei Verstand ist, ist klar, dass die das nicht erarbeitet haben. Dividende verdient man nicht. So, und wenn man jetzt fragt, was muss man tun? Der Bernie Sanders in den USA, der unterstützt die Kampagne der Gewerkschaften, die heißt Fight for 15, also 15 Dollar, Fight for 15, da sage ich, es ist Zeit für 10. Müsste natürlich auch eine Re-Regulierung stattfinden des Arbeitsmarktes, das heißt, Leiharbeit zu verbieten, das heißt, Mini- und Midi-Jobs sozialversicherungspflichtig zu machen und den Missbrauch dieser ganzen Möglichkeiten, Subunternehmen einzuschalten über Werkverträge, das müsste unterbunden werden. Bei der Entwicklung des Sozialstaates finde ich, dass eine solidarische Bürgerversicherung her muss. Der Sozialstaat sollte eben nicht weiter zerschlagen werden, sondern er sollte ausgebaut werden in der Form, dass mehr Menschen einbezogen werden, vor allen Dingen was die Finanzierung des Sozialstaates angeht. Freiberufler, Selbstständige, Abgeordnete, Beamte und Minister müssten einzahlen, aber auch die Solo-Selbstständigen, die müssten gewissermaßen diesen Sozialstaat mitfinanzieren. Das tun sie ja das tun sie ja bisher nicht. Also die Quandt-Klattens müssen für ihre Dividende nichts einzahlen. Knapp 30% der Bevölkerung haben keine Rücklagen. Leben von der Hand in den Mund oder noch anders ausgedrückt, ich bin ja ein Mann des offenen Wortes, sie leben praktisch nur eine schwere Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt. Und diesen Zustand, den prangere ich an und den will ich thematisieren und daraus will ich dann ableiten eine Agenda der Solidarität, um das zu verändern durch Umverteilung von oben nach unten.